Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Ausgabe von Andys Kinoblog. Heute habe ich drei Blu-rays, die ich euch gerne nochmal vorstellen möchte. Und darunter haben wir natürlich eine Blu-ray-Neuveröffentlichung. Es handelt sich hierbei um die Blu-ray The Cabin in the Woods. Dann habe ich gestern noch beim Mediamarkt zwei Steelbook-Versionen abgegriffen, aber die zeige ich euch dann gleich. Ja, Cabin in the Woods ist ein, wie soll ich sagen, Fantasy-Horror-Spektakel. Und ich habe nicht so wirklich ja, jetzt den Begriff dafür, in welche Schiene ich diesen Film einordnen soll. Ich kannte, muss ich persönlich sagen, den Film vorher, wie gesagt, nur vom Trailer. Ich konnte den damals nicht im Kino sehen, obwohl ich das eigentlich wollte. Und als ich mir dann gestern die Blu-ray gekauft habe und dann auch natürlich abends geschaut habe, war ich absolut begeistert von dem Film, weil das mal wieder ein Film war, wo Spannung dabei war, wo man sich auch zwischendurch mal erschreckt hat und wo man absolut nicht, es war nicht vorhersehbar, wie das Ganze endet, vor allen Dingen, wie das Ganze endet. Wirklich, die Betonung liegt auf wie. Der Film fängt an, wirklich, da ist eine Mischung zwischen Saw und Tanz der Teufel. Und vor allen Dingen hat mich dieser Film am Anfang richtig an Tanz der Teufel 1 und 2 erinnert. Allein schon wegen der Hütte im Wald. Und es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Parallelen zu diesem Film gewesen. Aber wie sich dann nach drei Viertel des Films dann der Schluss so langsam entwickelt ist, das konnte keiner ahnen, wenn man diesen Film noch nie gesehen hat, beziehungsweise auch nicht im Kino war. Also absolut wirklich grandios. Ich fand den Film richtig geil. Ja, Cabin in the Woods. Auf jeden Fall klare Kaufentscheidung. Ich hoffe, der eine oder andere wird noch losziehen, sich diesen Film kaufen wollen. Ich kann auf jeden Fall beruhigt sagen, Leute, 15 Euro beim Mediamarkt könnt ihr ausgeben, absolut. Und der Film macht Spaß zu gucken und den kann man sich auch immer wieder anschauen. Ist auf jeden Fall wirklich unterhaltsam und echtes gutes Popcorn-Kino. Ja, Cabin in the Woods haben wir hier eine FSK 16-Freigabe. Wir haben hier natürlich auch ein Wendecover, was ich natürlich sehr gut finde wieder. Und wir haben hier 95 Minuten pure Unterhaltung. Also der Film ist wirklich von Anfang bis Ende einfach nur spannend und gut inszeniert. Kann man einfach echt nur sagen. 127 Minuten Bonusmaterial. Wir haben hier ein Making-of, interaktive Szenen und so weiter und so fort. Also hier kommt ihr wirklich auf eure Kosten. Und es macht echt Spaß, diesen Film zu schauen. Ich habe mir auch gestern noch mal ein bisschen das Making-of angeschaut. Auch coole. Aber ich habe natürlich leider nicht alles sehen können und werde mir die Blu-ray jetzt die nächsten Tage noch mal vornehmen und auch die restlichen Special Features mir reinziehen. Ja, wir haben hier eine deutsche Tonspur, DTS HD 5.1 Mastered Audiospur, was ich auch richtig gut finde. Leider war ich ja oder sind wir guten Blu-ray- und Filmesammler in der letzten Zeit immer nur mit blöden 5.1 Tonspuren abgespeist worden, Dolby Digital. Aber so ist das nun mal. Aber hier haben wir eine DTS-Spur. Klang und Bild sind auf jeden Fall sehr gut. Also ich konnte jetzt gestern, was ich gesehen habe, keine Körnung feststellen oder kaum Körnung, sage ich mal. Und der Sound war immer glasklar und wirklich da und war wirklich gewaltig. Es hat gerumst. Und ja, das war die Vorstellung zu The Cabin in the Woods. Hier haben wir noch einen kleinen Flyer zu dem neuen Film The Crime, der wohl auch bald ins Kino kommt, ab 28. Februar. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit meiner kleinen oder mit meinem kleinen Unboxing zu The Cabin in the Woods euch helfen für eine Kaufentscheidung. Absolut Daumen hoch und geht's kaufen. Definitiv. Ja, dann kommen wir zu meiner nächsten Errungenschaft. Ich habe mir gestern noch im Mediamarkt die Steelbook-Version von Underworld Awakening auf 3D besorgt. Also wir haben hier den reinen 3D-Film drin, natürlich auch mit der 2D-Version und jede Menge Bonusmaterial. Ich finde diese Steelbook-Version absolut sehr schön. Sie ist gut gearbeitet, sieht gut aus, richtig aussagekräftig. Von hinten sieht die Steelbook-Version so aus, finde ich auch ein sehr, sehr geiles Cover mit den ganzen Lykanern. Finde ich richtig gut gemacht. Und von innen
sieht das ganze Stück natürlich so aus. Wenn ich mal die Blu-ray einfach mal kurz raushole, seht ihr auch den Innendruck der Steelbook-Version. Wie ihr wisst, finde ich das immer grandios, wenn ein Innendruck auf der Innenseite des Blu-ray-Covers ja, drauf ist. Tolle Sache. Ja, die Blu-ray war leider nicht ganz billig. An die 30 Euro habe ich bezahlt. Leider lag das gute Stück auch im Lager. Was heißt leider? Sonst wäre ich, glaube ich, nicht in den Genuss gekommen, diese Blu-ray-Version zu kaufen. Aber so im öffentlichen Verkauf ist es nur noch selten, dass man das Glück hat, Underworld Awakening auf oder in Steelbook zu bekommen. Ja. Meine nächste Errungenschaft ist der etwas ältere Film von John Travolta, From Paris with Love. Ist meiner Meinung nach einer mit der besten, außer Pulp Fiction natürlich, wo er natürlich auch noch eine super Rolle spielt. Filme von John Travolta, also auf jeden Fall. Wer From Paris with Love noch nicht gesehen hat, sollte sich diesen Film auf jeden Fall reinziehen. Ich fand den einfach nur geil. Kann ich echt nur sagen. Echt richtig cool, sarkastisch. Es ist für mich grandios, wie er da durchläuft und alles platt macht. One Man Army. Na gut, er hat natürlich noch hier seinen Kollege dabei, aber trotzdem, der Film ist für mich super und absolut grandios. Auf jeden Fall. Wer den noch nicht hat, klare Kaufentscheidung, Leute, holt euch den Film noch, From Paris with Love. Und vielleicht habt ihr noch, Glück, der ein oder andere die Steelbook-Version von diesem Film abzugreifen. 92 Minuten geht das gute Stück. Wir haben hier ein Bonusmaterial von 50 Minuten und haben hier auch eine 5.1 DTS HD Mastered Audio Spur. Finde ich auch wieder gut. Von innen sieht das gute Stück so aus. Haben wir hier auch wieder einen Innendruck des Covers und ich finde dieses Bild von dieser Szene besonders cool, wo er da mit dieser Ying-Vase rumrennt, wo das ganze Koks drin ist und wer diesen Film kennt, weiß, dass die Szene einfach nur grandios und göttlich war. Gut, ich hoffe, euch hat mein kleines Unboxing-Video gefallen. Eine Frage habe ich natürlich noch. Wie ihr ja wisst, hat man ja um die meisten Steelbook-Versionen immer diese blöden Werbeflyer. Die sind dann natürlich dann hier entweder mit so zwei Klebestreifen angebracht und oder die wurden mit so einer Art Heißkleber hinten drauf gemacht. Ich würde gerne mal wissen von euch, was macht ihr eigentlich, wenn ihr Steelbook-Versionen habt und diese Flyer abmacht, was macht ihr damit? Schmeißt ihr die weg? Knickt ihr die so wie ich lieblos zusammen und legt die dann in die Blu-ray mit rein? Oder, ja, keine Ahnung. Also ich mach das immer so und hau die rein. Was macht ihr damit? Ich würde ganz gerne mal wissen. Oder, wie gesagt, bitte schreibt das in die Kommentare rein. Schmeißt ihr diese überflüssige Kacke weg? Oder sammelt ihr die irgendwie in einem Ordner? Oder keine Ahnung. Ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören. Das wäre mir ganz wichtig. Weil ich finde die Dinge einfach nur lästig. Weil wenn man sie abzieht, gehen sie meistens kaputt. Oder, ja, man hat nicht viel davon. Und, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das waren meine drei Blu-rays, die ich euch gezeigt habe oder zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Spaß mit diesem Unboxing-Video bringen und wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns bei meinem nächsten Unboxing-Video und ich bin auf eure Kommentare absolut heiß und gespannt, was ihr mit diesen blöden Flyern macht. Also, bis dann, haut rein und wir sehen uns. Ciao!